Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhügel. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 661. Eichhügelwanderung am Dienstag, dem 11. Jänner 2022. Ja, der 11. Jänner, ein wichtiger Tag, denn eines der Enkelkinder des Wanderers hat heute Geburtstag. Und ich bin nicht am Eichhügel, sondern ich sitze im MDW-Büro. Ja, das ist... Schon in der Dunkelheit hier über die Oberlichtfenster kommt nur mehr Oberdunkelheit heraus. Und ich bin immer noch beschäftigt mit Gustav Mahlers 4. Sinfonie, die eigentlich ja ein Relikt der 3. ist. Ja, die 3. Sinfonie hat ja schon sehr große Ausmaße angenommen gehabt und es gab immer noch einen Satz. Irgendwann hat dann irgendjemand gesagt, du Gustav, das wird aber zu lang, eine Sinfonie mit 7 Sätzen und so lange, das dauert ja 2 Stunden. Dann hat der Maler gesagt, naja, dann machen wir es halt hier fertig und den einen Satz, der überbleibt, der kommt dann als Nukleus der nächsten Sinfonie. Und so ist ein übrig gebliebener Satz der 3. Sinfonie, der 4. Satz der 4. Sinfonie geworden, mit Sopran-Solo und einem sehr zarten Orchester-Akkompagnement. Wir genießen die himmlischen Freuden, drum tun wir das irdische Meiden. Aus des Knaben Wunderhorn. Mahler hat ja gerne hier Anleihen genommen. Ein bisschen erinnert mich diese Situation immer an eine Anekdote von Friedrich Thorberg. Aus der Tante Jolesch natürlich, wo es ums Prager Tagblatt gegangen ist und der Chefredakteur hat also immer ganz genau die Leitartikel geschrieben, die ganz genau bis zur letzten Zeile, bis zum letzten Buchstaben so ausgemessen waren, dass man nie etwas ändern gebraucht hat. Man hat immer nur dann die Leitartikel gesetzt und dann war die Seite 1 der Zeitung perfekt. Eines Tages, so erzählt Thorberg in dieser Anekdote, kam es dazu, dass irgendein Format geändert worden ist und plötzlich war dieser ganz genau bis auf den letzten Buchstaben zurechtgemachte Leitartikel um 2 Zeilen zu lang. Und die Setzer waren ganz entsetzt, haben dann beim Chefredakteur angerufen und gesagt, was sollen wir denn machen jetzt mit diesen 2 Zeilen, mit dem übergebliebenen Text? Und die Antwort war, sicherlich nicht ernst gemeint, aber sehr, sehr humorvoll. Die 2 Zeilen im Übersatz stehen lassen für den Leitartikel von morgen. Tja, also wahrscheinlich hat es der Herr Chefredakteur damals nicht ganz so gemacht, aber die Idee ist köstlich. Die Aussage, das Wollen, der Impetus ist dasselbe, egal ob heute oder morgen. Und lassen wir die 2 Zeilen stehen für morgen. So ähnlich mag es mit Mahlers 4. Sinfonie gegangen sein. Unvergleichlich die Zartheit, Schönheit und die einmalige Intimität der Poesie im 4. Satz von 4. Mahler.